Herzlich willkommen bei Elysée TV. Hinter mir wird schon ordentlich gebrutzelt. Kein geringerer als Schauspieler Hardy Krüger Junior steht bei uns in der Küche, schnippelt und bekocht das Ensemble von den Hamburger Kammerspielen. Und mit dabei natürlich auch die Hamburger Presse. Hardy Krüger Junior bei uns in der Küche. Jetzt muss ich natürlich erstmal wissen, es ist ja kein Zufall, dass du bei uns stehst, sondern du hast das wirklich gelernt, was die meisten gar nicht wissen. Ja, ich habe das gelernt. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Ich bin 16, habe ich einfach mal ausgezogen, habe gesagt, so, ich will auf meine eigenen Beinen stehen. Ich möchte irgendwie, ich möchte mein Leben in die Hand nehmen. Ja, dann brauche ich einfach ein Bett, ein Dach über den Kopf, was zu essen und ein bisschen Geld. Und dann bin ich ins Hotel gegangen. Und dann habe ich aber einen ganz tollen Mann kennengelernt. Das war mein Chefkoch. Und der hat mich dann quasi mit dem Kochen infiziert. Also seitdem mache ich das aus Leidenschaft und begleitet mich mein ganzes Leben. Also es gibt nicht nur die Schauspielerei, sondern auch den Koch in mir. Und jetzt bekochst du ja das ganze Ensemble, beziehungsweise das Ensemble kocht zusammen. Das ist auch was Besonderes, oder? Dass man sich so gut versteht? Die Küche ist ein sehr kommunikativer Ort. Und es ist eigentlich ein sehr, finde ich, spiritueller Ort auch. Weil das ist Geschmack, es ist Gerüche, es ist mit den Händen arbeiten, es ist sich miteinander verstehen können, sich richtig bewegen können, wenn man irgendwie mit vielen Leuten in einer Küche steht und sich nicht auf die Füße treten will, muss man sich auch richtig bewegen können. Und das ist alles so, wie die Synergien zwischen Menschen ist. Das kann man ganz gut beobachten. Also wenn man das jetzt hier läuft es gut, ne? Hier läuft das hervorragend. Ne, das ist wirklich toll. Ja, aber es spiegelt genau das wider, was wir auf der Bühne auch erleben. Wir sind ein ganz tolles Ensemble und wir sind so beseelt mit diesem Stück und wir lieben dieses Stück und wir freuen uns jeden Abend zusammen spielen zu dürfen und sind auch gesegnet immer durch volle Häuser. Wir sind ja seit Januar letztes Jahr eigentlich komplett ausverkauft und das ist einfach ein Geschenk. Ja, und sowas zu vertiefen finde ich einfach immer sehr kommunikativ auch, weil man einfach mal andere Seiten von einer Person sieht, die man sowieso schon sehr gern mag. Also das müssen Sie sich unbedingt anschauen und wir werden uns jetzt noch anschauen, wie du noch ein bisschen kochst und wir werden es danach natürlich auch verkosten. Also viel Spaß beim Kochen. Dankeschön. Jetzt werden wir es natürlich gleich probieren, was man uns jetzt hier kredenzt hat. Aber vorher natürlich noch die Frage, wann kann man euch noch in den Kammerspielen sehen? Also uns kann man noch sehen bis zum 6. Juni. Da sind aber die Karten schon sehr, sehr begrenzt. Also, und wer jetzt noch keine Karten bekommen hat, kann uns im Januar wiedersehen. Da spielen wir den ganzen Januar. Aber der sollte sich auch beeilen, denn die Karten sind sehr, sehr beliebt und im Vorfeld eigentlich schon fast ausverkauft. Also schnell reservieren. Wir werden jetzt hier uns richtig schön was zu essen einverleiben. Vielen Dank fürs Kochen und wir sehen uns wieder bei Elysée TV. Bis dahin. Tschüss. Seit mehr als 100 Jahren ist der Tierpark Hagenbeck ein Begriff für Gäste aus aller Welt und weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Im Tierpark Hagenbeck können Sie mehr als 1860 Tiere aller Kontinente entdecken, darunter eine der größten Elefantenherden Europas und viele freilaufende Tiere. Lernen Sie bei Schauvorführungen Spannendes über die Tiere der Erde oder füttern Sie selbst einmal einen Elefanten oder eine Giraffe. Das Anliegen des Tierparks ist es, bei den Gästen die Begeisterung für die Tiere zu wecken, als ersten Schritt zum bewussteren Umgang mit der Natur. In Gehegen ohne Käfige kommen sie den Tieren ganz nah und erleben die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen. Im weltweit einzigartigen Eismeer werden sie selbst zum Polarforscher, indem sie die Bewohner und Lebensräume von Nord- und Südpol kennenlernen.
Nase an Nase mit einem tauchenden Eisbären, inmitten einer Kolonie von Pinguinen oder Auge in Auge mit einem Walross. Durch die Panoramascheiben im Inneren der begehbaren Anlage erleben Sie zum Teil ganz ungewohnte, aber immer äußerst spannende Unterwassereinblicke. Eine echte Perle für Liebhaber der Botanik ist der Park. Die rot lackierten Tempeltore der japanischen Insel sind zu einem Wahrzeichen von Hagenbeck und einem außerordentlich beliebten Fotomotiv geworden. Ein Besuch in Hagenbecks malerischer Parkanlage lädt ganzjährig zum ausgiebigen Spaziergang ein. Der Tierpark Hagenbeck ist vom Hotel in ca. 15 Minuten zu erreichen. Unser Concierge hilft Ihnen gerne bei der Buchung. Machen auch Sie sich auf den Weg in Hamburgs schönste Parkanlage und gehen Sie zu jeder Jahreszeit auf Weltreise an nur einem Nachmittag.